Ja, meine Schweiz ist das, die Berge, die Seen, einfach Heimat und der Ort, wo ich immer sehr, sehr viel Energie tanken kann und wo ich mich jedes Mal freue, wenn ich aus dem Flugzeug die ersten weiss verschneiten Berge sehe. Ja, ich liebe an der Schweiz ihre Diversität, wirklich die unterschiedlichsten Landschaften, die wir haben, auf so engem Raum. Und es gibt so häufig, dass ich irgendwo auf der Autobahn bin und rausfahre und ein Foto mache, weil es einfach immer wieder atemberaubend ist. Ja, ich hatte als Athletin natürlich sehr viel zu tun mit den Schweizer Illustrierten während meiner Karriere. Und es war immer sehr eine angenehme Zusammenarbeit. Ich durfte wunderschöne Fotoshootings mit ihnen machen, sehr coole Geschichten. Von der Luft, im Schnee und bis jetzt heute hier auf der Trübsee. Und die Schweizer Illustrierte ist bildlich immer sehr stark. Das ist auch etwas, was sie auszeichnet, dass die Fotografien wirklich wunderschön sind und auch immer schön in Szene gesetzt. Und so ein Land wie wir haben, darf man auch stolz sein und das unbedingt zeigen. Ich wünsche der Schweizer Illustrierte, dass sie so jung bleibt, wie sie ist, immer wieder innovative Ideen hat, spannende Reportagen. Und alles, alles Gute, hoffentlich noch Haufen Jahre und Haufen Geburtstag.